Willkommen zu Part 58 von Let's Play Splatoon Online. Wie immer schauen wir uns zuerst die Nachrichten an. Und vielleicht wird hier schon was Neues angekündigt. Es gibt nämlich ja eine neue Map in Aussicht. Das freut mich auf jeden Fall. Gestern war nämlich die Nintendo Direct am 12.11. Und ja, da bin ich mal gespannt, was ich euch da so mitteilen kann. Aber erstmal gibt es das Splatfest-Ergebnis. Ja, Zombies gegen Geister war ja das Thema. Wir waren Team Geister, bin ich mal gespannt, was so war. Von den Stimmen her hat Team Geister, oh, sehr knapp gewonnen. Okay, hätte ich gar nicht so erwartet. Eigentlich eher, dass Zombies so ein bisschen mehr sind, aber okay. Und wir haben tatsächlich 5 Kämpfe gewonnen, oder waren es sogar 6, ich weiß gerade gar nicht, im letzten Part. Und hat das vielleicht tatsächlich zum Sieg beigetragen? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Mal 4, ja, natürlich wieder, da müssen wir, das ist natürlich schlecht. Yes! Jawohl! Team Geister hat gewonnen. Und zwar doch relativ gut, ne? Ja, das wird erst jetzt mal 4 gerechnet, ne? Mal 6, was? Mal 6. Seit wann das? Seit wann wird denn mal 6 gerechnet? Wow. Heftig. Wird das immer mehr? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir sind eben einfach gespenstisch gut, ja, auf jeden Fall. Okay. Dann werden wir doch uns jetzt mal kurz das Update anschauen. Da gibt es nämlich ein paar Waffen. Der Disperser, Neo. Und das war's. Okay. Und jetzt neue Ausrüstung, okay. Das ist auch schön. Ich musste mir nämlich gerade ein Update runterladen. Da ist hier wieder irgendwas gewesen. Da ist sicherlich auch schon die neue Arena dabei. Ich werde auch gleich euch nennen, wie sie heißt. In 2 Tagen gibt es die dann, beziehungsweise eigentlich in einen, also morgen. Am 14.11. nämlich. Aber erstmal schauen wir uns die aktuellen Arenen an. Das wäre nämlich Camp Schützenfisch und die Schollensiedlung. Naja, gut. Ihr wisst ja, wie ich zu der stehe. Aber ist schon ganz in Ordnung. Und die Rangkämpfe. Da spielen wir auf der Dekabahnstation und dem Blauflossendepot. Okay. Gut, jetzt kommt es noch auf die Waffe drauf an, was wir heute spielen. Da bin ich mal gespannt. Das weiß ich natürlich nicht. Da müssen wir mal schauen. Aber erstmal bekommen wir 6 Supermuscheln. Okay. Ist ja relativ wenig, oder? So viel haben wir ja auch gekriegt, als wir verloren haben. Naja, ist ja egal. Kriegt wahrscheinlich jeder dieselben Supermuscheln, aber da würde ja gewinnen keinen Sinn machen. Da wäre es ja egal. Kann irgendwie nicht sein, aber war jetzt so. Okay, wir schauen mal kurz zu Arti. Was ist da so am Start? Natürlich, nein. Ja, der Splatling Deko mit Detektor und Tintentitan. Und auch der Disperser Neo. Der bietet den Detektor und auch den Tintentitan, alles klar. Und wir müssen tatsächlich jetzt schon den Splatling Deko nehmen, mit dem ich wahrscheinlich wieder absolut nicht zurechtkommen werde. Aber gut. Ich werde euch dann, glaube ich, na wohl, ich sag lieber jetzt schon mal, was hier so los ist. Da ersparen wir uns mal den ersten Schnitt zum ersten Kampf. Und zwar heißt die erste Map, sorry, falls ich das jetzt falsch ausspreche, Pinako. Nee, Moment. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Pinakoitek. Also so eine Mischung aus Bibliothek, keine Ahnung, Koi-Karpfen vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also Pinakoitek. Vielleicht schreibe ich es auch nochmal in die Infobox, muss ich mal schauen. Und zwar kommt die, wie gesagt, am 14. März. Die ist relativ groß, wie ich das gesehen habe. Ihr könnt euch ja die gesamte Nintendo Direct eben mal im eShop anschauen. Das ist überhaupt kein Problem, da könnt ihr euch die mal nachgucken. Und da gibt es auch einen neuen Trailer zu den beiden neuen Maps. Es gibt 2. Der eine kommt eben am 14. März und die andere, da stand auf jeden Fall da demnächst und die hieß Mahi Mahi Resort. Die war eigentlich auch, die sah ziemlich, ziemlich geil aus, auf jeden Fall. Beide Maps ziemlich cool, ich bin tatsächlich mal gespannt, was da so los ist. Ja, Level 21, das ist natürlich wieder richtig toll, aber gut. Ja, außerdem eigentlich wollte ich noch ein bisschen mehr erzählen zu der Nintendo Direct, aber ich konnte sie mir leider nicht vollständig anschauen. Ehrlich gesagt konnte ich fast gar nicht schauen, weil ich musste diesen Part jetzt aufnehmen und dann heute gleich auch noch hochladen und da kommt ja noch das Schneiden dazu und alles mögliche. Deswegen kann es sein, dass das ein bisschen dauert, aber okay. Außerdem ist es jetzt, ist die Gewissheit jetzt da, dass ein Remake von The Legend of Zelda Twilight Princess kommt. Auf jeden Fall richtig, richtig geil.
Das Spiel habe ich zwar selber bis jetzt noch nicht gespielt und ja, bitte lacht mich jetzt nicht aus in den Kommentaren. Ich weiß, das ist schrecklich. Als Nintendo-Fan sollte man das schon einmal gemacht haben wenigstens. Und zwar ist das rausgekommen, glaube ich, 2006 für GameCube und Wii U. Wii, alles klar, 2006 Wii U. Und da gibt es jetzt ein HD-Remake. The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und zwar kommt das am 4. März 2016. Okay. Ja, The Legend of Zelda Wii U, das wissen wir ja noch nicht, wann das rauskommt. Da müssen wir mal noch abwarten. Aber auf jeden Fall wäre man da jetzt mit erstmal abgespeist. Ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich werde das Spiel wahrscheinlich Let's Playen. Weil es von vielen auch als sicherlich das beste Zelda angesehen wird. Ja. Kann ich absolut nichts machen gegen sowas wieder. Aber ist egal, ich reg mich heute mal nicht auf. Ich mache einfach wie immer irgendwelchen Müll. So, den räche ich jetzt aber allerdings erstmal, wenn ich überhaupt hinkomme. Was wahrscheinlich wieder nicht so ist. Alter, wie weit ich komme. Okay. Ja, ich rede mal weiter. Und zwar wird es da eine Special Edition geben von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Mit einer Amiibo. Und zwar der Wolf-Link Amiibo. Wer The Legend of Zelda Twilight Princess gespielt hat, der weiß sicherlich Bescheid, was ich meine. Weil da kann sich Link irgendwie in so einen Wolf verwandeln. Also mehr weiß ich auch nicht von dem Spiel, ne? Boah, da komme ich nicht hin. Zu dem komme ich leider nicht hin. Was habe ich nochmal? Was ist das? Keine Ahnung. Okay, irgendwie, den muss ich irgendwie wegkriegen. Aber ich kann halt nichts machen. Ich kann halt hier absolut nichts machen. Okay, ist jetzt erstmal egal. Ja, eine Special Edition mit dieser Amiibo und einem offiziellen Soundtrack von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ist auf jeden Fall ziemlich geil. Werde ich mir auf jeden Fall auch gönnen. Aber naja, wie gesagt, 4. März 2016, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Außerdem gibt es zwei Zelda-Titel für Wii U, also im eShop jetzt. Und zwar ist das The Legend of Zelda Phantom Hourglass und The Legend of Zelda Spirit Tracks. Das sind zwei Zeldas, ich würde sagen Mittelmaß-Zeldas für DS und ja, für DS. Ja, ich habe niemanden umgebracht, das ist natürlich sehr nice. Aber passt schon. Ja, also das ist auf jeden Fall richtig geile Neuigkeiten. Ich weiß nicht, was ich davon alles jetzt playen werde, aber ein paar Zelda-Spiele werden auf jeden Fall noch kommen, weil, naja, ist nun mal eins der beliebtesten Franchises von Nintendo. Und das gehört dann natürlich auf so einen Nintendo-Kanal. Ach, wir haben gewonnen, nice. Hatte ich jetzt gar nicht mal so erwartet. 03 ist natürlich beste KD überhaupt, aber mit dieser Kackwaffe, da ist das überhaupt kein Thema und wir sind fast schon Level 22. Wow. Nächster Kampf. Es sind auch noch 5 weitere Amiibo mit dem Spiel kompatibel. Und zwar sind das der normale Link, also Amiibo Nummer 5, dann Zelda, Amiibo Nummer 13, Toon Link, Amiibo Nummer 22, Ganondorf, Amiibo Nummer 33, verdammt, weiß ich nicht. Und auch verdammt, Sheik. Da habe ich auch keine Ahnung, was das für eine Nummer ist, weil ich die nicht besitze, die Amiibo. Alles klar, okay. Nee, ist auf jeden Fall nice. Außerdem ist ja auch nächstes Jahr das Jahr von okay. Das 30-jährige Jubiläum von Zelda. Und ich denke doch, dass wir da mal mit ja übermäßig vielen Zelda Let's Plays ankommen können. Das ist, denke ich, gar nicht so schlecht. Also wenn alles klappt, dann wären es tatsächlich 5 Zelda-Spiele, die ich nächstes Jahr Let's Playen möchte. Und zwar möchte ich natürlich auch ein... ein Remake machen. Zu... wow. Ja. Zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Mal sehen, ob das klappt. So, ich kann wie immer überhaupt nichts machen mit dieser Kackwaffe. Von daher lasse ich mich hier einfach mal opfern, ne? Aber gut. Wow. Ha, der kommt nicht bis zu mir.
Aber gut, ja. Von daher, ich komme auch nicht wirklich bis zu ihm. Von daher ist es eigentlich relativ egal. Okay, ich habe zwar meinen Tintentitan jetzt. Sie bringen tut mir das allerdings nicht. Wow. Ja, ich hätte zwar meinen jetzt aktivieren können, aber was hätte es mir gebracht? Ist einfach sinnlos, was will ich hier machen? Ich habe die Monsterreichweite, aber ansonsten ist die doch halt schon ziemlich beschissen. Ja, ich muss natürlich wieder neu aufladen. Komm, weißt du was? Ja, als ob ich da natürlich nicht durchkomme, das ist so klar wieder. Ja, absolut sinnlos, Alter, was? Oh Gott, ist das dumm, ey. Oh Gott, ist das dumm. Okay, ich will auf jeden Fall für den Rangkampf meinen geliebten Enzep nehmen und nicht diese Kackwaffe. Komm, gib mir den doch wenigstens. Wenigstens einen Kill hätte ich doch mit der Waffe mal machen können. Aber nein, die ist halt einfach zu schlecht dafür. Den Kampf haben wir jetzt auch nicht gewonnen. Ich frage mich auch, wie die das vorhin zu dritt gemacht haben. Aber okay. Naja, also mehr habe ich mir von der Nintendo Direct noch nicht angeschaut. Das könnt ihr auch selber machen. Wie gesagt, im eShop. Alles da. Und, oh, 05, Alter, beste KD jemals. Alter, das ist einfach so eine Kackwaffe. Tut mir auch echt leid, darauf habe ich echt keine Lust. Da streike ich, da nehme ich eine andere Waffe. Das klappt ja so nicht. Dann wollen wir doch mal schauen, wie es auf der Dekabahnstation läuft. Turmkommando habe ich hier tatsächlich noch nicht gespielt. Ich weiß es gar nicht. War wieder nur Japaner und Daisuke, wo ist eigentlich auch ein japanischer oder chinesischer Name oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, Rangkampf. Umstellen schnell, schnellstmöglich. Und vor. Okay, Opfer erledigt und Turm gesichert. Ist natürlich nice, ne? Also kann man schon mal machen. Wow, das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay, mein Team führt. Ach komm. Okay, der hat ihn wieder geholt. Nice, wir haben schon mal einen kleinen Rekord aufgestellt. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Ah, schade, wir sind gestorben leider. Aber wir können erstmal schon stolz auf uns sein, ne? Also ist schon ziemlich gut. Wir lassen die am besten gar nicht erst hier hinkommen. Ach komm. Wofür habe ich denn den umgebracht? Los, komm, mach hin jetzt. Hier, guck, das geht viel schneller als in den letzten 10 Sekunden. Ich frage mich echt, was da manchmal los ist. Hä, wo geht der denn lang? Dieser scheiß Turm, Alter. Ja, als ob das da in der Luft stehen bleibt. Komm. Ja, natürlich! Als ob der mich getötet hat. Es ist wieder so klar, ey. Es ist einfach wieder so klar alles. Was soll das denn? Als ob die jetzt einen Rekord von 14 aufgestellt haben. Ah ja, was sind denn das für Luschen? Das kann gar nicht sein. Das kann überhaupt gar nicht sein. Boah, Alter, ich sehe gar nichts, ja. Oh, das war nicht ich, aber in Ordnung. Ja, natürlich. Und ich habe den ja nicht mal getötet. Was ist das denn wieder? Was ist denn das hier wieder für ein Betrug? Ich werde die ganze Zeit nur gefickt und hier passiert einfach nichts. Ja, doch, komm. Ich war gleich wieder am Arsch, aber okay. Hier jemand. Oh fuck.
komm, leck mich. Wow, eingetötet wieder. Das ist so toll, das ist wirklich so toll. Aber wir waren bei 22, ist schon gut. Okay, Turm gesichert. Hin. Oh Gott, wie blöd. Komm, wie will der mich denn geholt haben? Wie will der mich denn geholt haben? Mit einem Schlag einfach weg. Dieses Ding, dieses Kackding, das one-hittet nicht. Kann mir bitte einer sagen, wie das geht? Ja, und als ob die jetzt einfach hier... Ja, als ob der den jetzt geholt hat. Also sind halt Japaner. Die können es halt einfach. Alter, als ob die... Leck mich jetzt, geh da hoch! Pack mich rum hier. Okay, da hat es gerade irgendwas gemacht. Nice, nice. Scheiße. Direkt daneben. Ach kommt Leute, aber nein, wir haben tatsächlich niemanden einen Rekord. Verpisse dich, Alter. Komm. Leck mich einfach, Alter. Was soll das denn? Na, wenigstens habe ich ihn geholt. Komm, direkt hin. Es muss uns doch mal möglich sein, wenigstens einen neuen Rekord aufzustellen. Das kann ja nicht sein hier. Einfach schlecht. Einfach schlecht. Das ist garantiert. Oder ich muss hier irgendwen noch töten, Alter. Kommt halt mal her. Nee, nein, das kann ich nicht. Da kann ich nichts machen. Ja, sobald den jetzt wieder... Ja, das ist total sinnlos. Warum kommen denn unsere Kollegen einfach nicht zu uns hier? Also zu mir. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt mit einem Punkt verloren haben hier. Was ist denn das wieder für eine Scheiße? Vor allem ist das wieder total sinnlos. Besonders jetzt nach Level 20, weil man da einfach keine Punkte dafür kriegt. Weil es einfach total blöd ist. Das kann doch nicht sein. 26, 6, so sieht er... Alter, was ist... Ja, Chinesen, Japaner, keine Ahnung. Und es kann doch nicht sein, dass ich hier vom Rang C wieder absteige. Alter, was, das ist mir noch nicht passiert, ganz ehrlich. Das ist eine Scheiße. 425 Punkte, ja, was nützen mir das? Vielleicht haben wir ja hier mehr Glück. Ich hoffe es einfach mal für das Spiel und für mich. Ja, was jetzt? Ah, oh, okay, Lag. Alter, naja, das war eigentlich kein Lag, das war ein übelster Delay, ja. Wo ist eigentlich der scheiß Turm? Ah ja, hier genau in der Mitte. Ja, als ob der mich noch getötet hat. Der mit dem scheiß Profi-Kleckser. Ja gut, das kann sein, aber trotzdem. Das kann doch nicht sein. Meine Fresse. Ja, wo geht er denn lang? Okay, erstmal irgendwie einen neuen Rekord aufstellen. Aber hier ist ja irgendwie niemand gerade. Alter, der ist doch scheiße, Mann! Wie soll ich den denn kriegen? Boah, was ist das denn für ein Asozialer? Komm her, ey. Wow, da unten, da nützt er ja viel. Auf jeden Fall. Wie geht das denn immer? Diese scheiß Plattform ist doch verdammte Scheiße nochmal groß genug. Wieso komme ich denn da? Es fällt mir einfach nicht ein. Es gibt keinen verfickten Part Splatoon online, wo ich nicht runterfalle. Sowas kann es doch nicht geben. Piss dich. Ja, scheiß Profi-Kleckser, so siehst du schon aus, Alter. Oh
Nein, ey. Komm hier, Kentato. Ja, als ob die den Turm jetzt wieder haben. Ist klar, ist klar. Was sind denn das für unfähige Menschen hier in dem Team? Also, das kannst du vergessen, dass die jetzt einen neuen Rekord holen hier. Die mache ich weg. Wo ist der denn? Ist klar. Ist. Alter, als ob der da campt. Ja gut, ich hab's gesehen, aber ich hab gedacht, der ist runter oder vielleicht irgendwo anders hin. Aber der muss natürlich dort campen, ist ganz klar. Ja, okay, wir haben jetzt einen neuen Rekord. Wenigstens das. Aber trotzdem, sowas muss hier nicht sein. Der hat vor allem nicht nötig, da zu campen an der Stelle. Okay, knapp, aber schaff's noch. Hey, warum ist der jetzt bitte zurückgegangen? Das kann nicht sein hier. Irgendwelche unfähigen Menschen wieder im Weg waren. Verpiss dich einfach, verpiss dich mit deinem scheiß Profi-Kleckser, Alter, der ist so behindert. Wir hatten wir zwar auch schon, aber sowas ist doch einfach scheiße. Was soll das denn? Was heißt denn der Turm kehrt zurück? Da steht einer von uns drauf, verdammte Scheiße! So, haben wir den Turm jetzt. Sagt mal was, Leute. Wo ist der denn? Was macht der denn da drüben? Was macht der denn da drüben? Da ist doch gar keiner von den anderen drauf. Was soll das denn? Oh, Alter, meine Güte. So, was ist denn... Was? Was zur Hölle machen die denn da drüben? Alter, ich denke, das ist gegessen, wenn die einmal diesen Kakturm holen. Boah, Alter, das kann doch nicht sein. Was sind das denn hier für Opfer? Was ist denn das für ein Kackteam? Kann doch irgendwo nicht sein. Hab dich gesehen, mein Lieber. Als ob ich schon wieder darunter falle. Als ob ich einfach schon wieder darunter falle. Ich raste aus, wirklich. Was ist das? Leck mich, Alter. Leck mich einfach. Das ist einfach total sinnlos, dass ich hier spiele überhaupt. Warum fällt er denn ständig darunter? Ich bewege mich ja nicht. Es passiert ja einfach nichts. Wow. Als ob ich das jetzt nicht schaffe. Ist klar. Ist absolut klar. Ist logisch für mich. Was soll das? Was? Sagt's mir bitte. So, absolut sinnlos, wirklich. So, wir können es noch reißen. Wir können es noch reißen. Wow, wow. Genau, Verlängerung. Okay, wir können es noch reißen. 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 Yes. Absolut perfekt. Nee, eigentlich absolut grottenschlecht, dass wir das mit der Verlängerung noch holen müssen, ganz ehrlich. So eine Scheiße wieder. Aber gewonnen ist gewonnen. Naja, bei der anderen Mannschaft auch so. Ach Gott, ja, also diese informationslastige Folge neigt sich nun auch dem Ende zu. Und wir haben tatsächlich mal eine positive KD zum ersten Mal in diesem Part. Und ja, ich würde sagen, wenn es gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss.